Oh! Direkt speichern, dass ich das geschafft habe. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Das hier hatten wir uns ja letztes Mal angeschaut, hier diese Geschichte. Ich werde jetzt direkt danach speichern erstmal. Wir haben ja anscheinend so einen kleinen Part gefunden, wo man eine kleine Nebenstory erfährt. Und zwar, dass dieses Wesen, Naru, das sich um mich gekümmert hat am Anfang, hat wohl anscheinend auch irgendwie so einen Vater oder so gehabt. Und die hat wohl vom Baum ein Geschenk bekommen, weil die sich halt um die Sprösslinge gekümmert hat. Also als der ein Sprössling war, der Baum und so. Und ja, keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Das habe ich noch nicht gesehen, denn ich bin in der letzten Folge leider dann gestorben, an dem Punkt, wo ich das Licht gefunden hatte. Aber es interessiert mich mega. Ich finde das richtig geil gerade. So, und dann geht's jetzt los. Ein bisschen aufpassen. Die Gegner sind hier auf jeden Fall nicht so stark. Also ich hätte hier schon eher hingehen können, als ich das Klettern erhalten habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auch... Aua. Dass ich hier auch irgendwas noch bekommen werde. Ah, hier sind überall Dornen und so ein Kram. Kann ich hier jetzt speichern? Ja, okay, sehr schön. Also die machen nicht viel Schaden. Das Licht vom Geisterbaum. Es war ein Geschenk von uns, genau. So, und damit kann ich, glaube ich, jetzt hier, ja, genau, da durch. Und jetzt lege ich hier nämlich so Wege frei. Aua. Ah. Ach Mann, blöde Spinne. Ach, hier muss ich drauf, ja. Die Spinne da oben, die sitzt echt doof. Ich muss mal gucken, wie ich die gleich wegbekomme. Nerviges Vieh. So. Ich fange jetzt schon an zu schießen. Ah, sehr schön. Haben wir sie tot. Oh Gott, die nächste Spinne. Aber zum Glück habe ich alles so weit geupgradet, dass die Spinnen kein Problem mehr sind. Boah, nice. Level up wieder. Geil. Und jetzt kommen wir hier nämlich weiter. Ach, guck mal einer an. Eieieiei. Nein! Boah, ich muss da hinten gleich mal speichern, wenn ich so weit bin wieder. Oh. Oh Gott, jetzt sterbe ich wieder. Ja, ich kann mich sterben lassen. Boah, das ist gar nicht mal so leicht, ey. Mit diesem Dunkeln hier. Ich war so weit. Ich vergesse nur zu oft zu speichern. Bla bla bla. Interessiert den Kevin nicht? Kevin möchte gerne weiterkommen. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir den Part mit den blöden Spinnen nochmal machen. Aber gut, kriegen wir hin. Ich habe es ja schon mal geschafft, also werde ich es nochmal schaffen. Ich will wissen, was ich hier am Ende erhalte oder so. Ja, sehr schön. So. Speichern wir hier und weiter geht's. Aua. Oh nein. Okay, ich lass mich sterben. Ach Mann, ey, das dauert ja richtig lange, sich hier sterben zu lassen. Weil die machen immer nur einen Schaden hier, die Dornen. Ja, komm, jetzt habe ich es aber.
So, schieß. Zack. Ah, sehr gut. Okay. Jetzt würde ich sagen, speichern wir hier nochmal, genau. Und hoch geht's gleich. Okay, nochmal neu anfangen hier. Und hoch. Hoch. Ach man, zu lange gewartet. Ich muss eigentlich in einem durchhüpfen. Nein. Okay, sehr schön. Ich lege die wieder ab. Das Stück speichere ich jetzt erstmal, dass ich das geschafft habe. Boah. Boah. Hier hin. Diese Plattform, die führt mich irgendwo hin. Ich weiß noch nicht wo. Oh Gott. Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt kann ich mir auch sterben lassen. Weil da oben war ich ja weiter. Keine Lust, den ganzen Weg neu zu gehen. So. Okay. Kugel aufheben. Also hier sind auch Plattformen, die nach oben gehen. Ach, da unten ist auch noch eine Plattform. Das ist gar nicht mal so leicht, ey. Wirklich. Vor allen Dingen, dass man sich hier nicht einfach umbringen kann. Kann man sich nicht irgendwie auf den letzten Standpunkt setzen? Da unten gibt es anscheinend Erfahrungspunkte. Ah, ich kann an dem Lilanen sehen, wo sich gerade so eine Plattform immer befindet. Hier jetzt zum Beispiel. Da. So, da. Und zack. Ja, jetzt haben wir wieder eine Fähigkeitszelle bekommen. Nice. Und jetzt können wir wieder hier den Weg nämlich zurück, glaube ich, oder? Ja. Oder? Boah, im letzten Moment muss ich springen. Eieieiei. Sehr schön. So, und da haben wir jetzt die nächste Plattform. Ja. Und dann da drauf. Den machen wir jetzt erstmal. Nein! Oh! Huh! So, Kugel ablegen. So, und dann lernen wir jetzt die Ultra-Streuflamme. Sehr geil. Boah, jetzt hört die sich auch richtig anders an nochmal. Und die scheint jetzt richtig stark zu sein. Die macht ja mehr Schaden und jetzt kann ich die noch auf einen weiteren Gegner schießen, immer wenn ich die brauche. Ich weiß nicht, ob ich hier lang muss. Erstmal das Ding aktivieren. Ah. Na. Okay. So, dann legen wir das ab, speichern. Und dann nehmen wir die wieder. Ach, ich kann mir vorstellen, wenn ich die jetzt hier an den Schrein setze. Ne, hier ist gar nicht der Schrein. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich die ans Ziel bringe, dass hier alles hell wird. In dieser Grotte. Hm. Oh nein, Mist. Oh, hier hinten ist auch nochmal ein Baum. Okay, ich gehe erstmal hier weiter lang. Ganz kurz schauen, ob wir hier irgend... Okay, da sind auf jeden Fall so Stampfdinger. Eieiei, wo kommen wir denn da hin, ey? Puh. Jetzt aber aufpassen hier. Oh, hier ist irgendwie eine Brücke. Okay, kaputt machen kann ich die nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Erstmal hier speichern. Boah. Okay.
Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Ey, was... Wie soll ich... Okay, da sterbe ich auch. Wow, wie soll ich das denn schaffen? Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Ne. Da muss ich bestimmt später hin. Ich krieg bestimmt so einen Sprint oder so, womit ich hier richtig schnell durchrasen kann. Ich glaube eher, dass ich hier wirklich hin muss. Nochmal hier speichern. Das war ja jetzt echt heftig dort. Oh Mann. So. Da kommt der Lilane angefahren. So. Ah, okay. Hiermit decke ich dann quasi. Ah. Ah, sehr gut. Ich hab's geschafft. So, jetzt liegt die Kugel irgendwo hier, ne? Da wahrscheinlich, oder? Hä, wo ist meine Kugel? Ha, hier. So. Ah, jetzt. Was sag ich? Wow. Das sieht richtig geil aus. Ori, sieh nur, obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Ja. Eki wollte zu Naru, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile, doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Ja, jetzt kriegen wir noch einen schnelleren Sprint. Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen und in eine Blickrichtung zu sprinten. Ja, das ist der Sprint, okay. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Fähigkeit eigentlich, die wir holen könnten quasi. Geil. Richtig geil gemacht. Okay. Autsch. Aua. Da unten war ich anscheinend noch nicht. Aber. Ich würde gern wissen, was hier ist. Okay, da komme ich aber noch nicht hin. Oh. Hier mal eben speichern. So. Ach du Scheiße. Alles klar.
Was haben wir denn hier in dem Raum? Kann ich da irgendwas machen? Nee, hier kann ich nichts groß machen. Boah, was soll ich denn... Jo, wie soll ich das schaffen? Oha! Oh. Direkt speichern, dass ich das geschafft habe. Ah, okay, hier muss ich irgendwie einen Schalter für aktivieren noch. Mal ganz kurz schauen. Licht und Dunkelheit in Unschuld geboren. Und obwohl sie lichtlos war... wurde eine Freundschaft geschlossen. Doch die entstandene Bindung wurde schon bald getrennt. Okay. Boah, das ist so interessant gerade. Ohne Witz, diese Story. Ich finde es mega cool. Ja, wir müssen irgendwo hier weiterkommen. Ich weiß nicht, kann ich das hier aufmachen? Nee, ne? Ach nee, so. Oh, da unten ist nochmal. Sol konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebt in diesem Heim. Doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Oder Sol. Sol wird die, glaube ich, gesprochen. Du hast den Lichtstrahl erhalten. Nutze diese Fähigkeit, indem du LB gedrückt hältst oder hältst, um somit einen Lichtstrahl wirfst. Hä? Ja, okay, und was bringt mir die Fähigkeit jetzt genau? Ah! Okay. Krass. Ja, klar. Und jetzt komme ich wieder an einige Easter Eggs hier im Spiel. Ah, ich glaube, das war noch nicht genau drauf. Muss, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, jetzt habe ich's. Sehr schön. Oh, ich muss aufpassen, das verbraucht von dem Mana. Das heißt, ich kann das nicht unendlich oft einsetzen hier. So, jetzt kann ich nämlich hier... Zack. Oh. Das Ding abschmeißen, genau. Und dann geht da nämlich die Tür auch auf. Geil. Also krass, was die Entwickler sich da einfallen lassen haben, Leute. Aber wir sind ja auch schon fast wieder am Ende von der Folge. Auch wenn es gerade echt ultra spannend wird. Und wir haben hier nochmal eine Fähigkeitszelle. Mega cool. Ja, dann würde ich sagen, Leute, werden wir hier beim nächsten Mal an der Stelle direkt weitermachen. Und wenn es euch gefallen hat,
zeigt das doch, indem ihr ein Däumchen nach oben da lasst und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Ori and the Blind Forest. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.